Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia. In der letzten Folge haben wir endlich mal Kapitel 1 beendet, haben Kubak verlassen, zusammen mit Gold, die immer noch in der Kurve auf der Schubkarre hockt. Und wir müssen den Kran irgendwie zum Laufen kriegen, damit wir sie hier mit rüber kriegen. Vor allem aufs Minebike. So, wir gehen aber erstmal zum Viadukt. Mal sehen. Uiuiui. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Oh, oh. Ein etwas irrer Dog mit Schnaps. Hm? Was ist das für eine? Ein Skelett mit einem Schlüssel? Wartungsklappe. Okay, hören wir erstmal wieder, was Poki zu sagen hat. So, und das hier ist dann tatsächlich der Screen, in dem Rufus auch endlich Doc kennenlernt. Doc wird halt ja für den weiteren Verlauf der Geschichte noch sehr wichtig werden. So viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ach, hör auf. Ja, doch, immerhin ist er ja der ausgebildete, begabte Bastler und Neurochirurg. Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen im Gegensatz zu dir, aber doch in seiner Expertise ist ja eigentlich unbeschreibbar, dass er dir da schon an einigen Stellen, also gerade wenn es zum Beispiel um den Zusammenbau eines Stromkehrs geht oder so, schon helfen kann. Also dir schon eine gute Hilfe ist oder etwa. Also, liebe User, was der Poki da macht, das wird oft gemacht, nicht? Dass man Figuren, Helden auf der Leinwand, nicht wahr, verwechselt mit den Darstellern. Also das hat mit mir privat, hat das nichts zu tun. Ich hab gar kein Problem damit, was anzunehmen. Ich kann auch nehmen. Ich kann auch empfangen. Da habe ich gar kein Problem mit. Also in der Beziehung, es hat nichts, was ihr hier gesehen habt, das ist nicht der Mensch, der ich wirklich bin. Also du kannst auch nehmen, im Sinne von, du kannst auch Docs Schnaps da aus dem aus seinem Flachmann nehmen oder hier irgendwie Gegenstände, die in der Umgebung rumliegen, die kannst du nehmen. Weil jetzt, ich meine auch bei den Sprachaufnahmen, wo wir gesagt haben, wir könnten dir ein bisschen Hilfe zukommen lassen, indem wir halt zum Beispiel den Stuhl, auf dem du immer sitzt, zusammenschrauben, bevor du dich hinsetzt. Dann hast du ja auch gesagt so, nee, lass das mal, das mache ich selber. Und im Endeffekt hat es denn ja doch ein bisschen länger gedauert. Also, zunächst mal finde ich das echt scheiße, ja? Dass du jetzt hier so private Sachen erzählst, ja? Das finde ich total scheiße, ja? Aber nochmal für die Fans. Also man muss auch einstecken können, sag ich mal. Vor allen Dingen, wenn man mal nachts zufällig in einem Comicladen einbricht. Man muss auch einstecken können. Und da habe ich mich immer dran gehalten. Jawohl. Okay, also der Doc ist wichtig. Sein Schnaps, den wir aus dem Flachmann holen, okay. Ein Stromumkehrer hat Poki auch noch erzählt. Also es sind nur Hinweise, die er hier gibt zum Glück. Und nicht, was man hier wirklich zu tun hat. Das ist schon mal sehr gut. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Blöd, Mann. Zu hoch. Ja, die Idee war gut. Rufus' Arme waren zu kurz. Hey, du. Nun komm schon da runter. Ups. Skelettbein. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Ein Bein reicht mir. Du solltest dir auch nicht das Bein abzwacken. Oh Mann. Gut, reden wir mal mit dem Doc. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Das natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Na, das könntest du in fortgeschrittenem Alter sein, Rufus. Er sieht dir sogar ein bisschen ähnlich, was Klamotten und alles andere angeht. Der hat auch so eine komische Haube oder Brille hier. Oder ein Sichtgerät. Und was hast du? Auch sowas ähnliches. Okay. Hallo. Was? Oh, hallo. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler
Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus, immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Wieso sagen immer alle, dass es für ihn absolut unmöglich ist, da hinzukommen? Ich meine, gut, dadurch, dass es eine Trilogie ist, die ständig mit Deponia zu tun hat, das ist klar, aber... Naja, wieso sind alle so davon überzeugt? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Neurochirurgie. Kann der was mit dem Hirnimplantat von Goal anfangen? Das wäre vielleicht möglich. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Toll. Ast rein. Der hat wieder nicht genau zugehört, oder? Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das Mainbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Och, ist aber nett. Dankeschön. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Okay. Meine Freundin ist zu schwer. So. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Okay. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein.
Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. Ui, ui, ui. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Alter, was ist das? Die Beziehung zu ihm, also seine Beziehung zu seiner Frau, ist ein bisschen komisch. Beziehungsweise Ex-Frau. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Lysianerin, boah, also viel Gesprächsstoff. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Hä? Aha. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ist doch logisch. Mhm. Typ aus der Unterschicht. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Kannst du mal diesen scheiß Stromumkehrer aufhören? Meine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. War klar. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ist klar. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Okay. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Okay. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Oh. Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay, der Doc kann uns also mit der Neurochirurgie helfen, also mit dem Gehirnimplantat. Ja. Avialer Stromumkehrer. Wir haben ein Skelettbein, eine Mindbike-Lampe. Oh Gott. Gucken wir mal hier in die Wartungsklappe. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige 8-Kant-Schraube aufhalten. Naive Tölpel. 8-Kant, hm? Okay, hier haben wir ein Spiegel. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Dafür könnten wir den Schnaps brauchen. Um den zu reinigen. Okay, einfach mal so eingesteckt. Schmutziger Spiegel. Wo ist Toni, wenn man sie mal braucht? So ein Bastard. Okay. Hier haben wir noch was. Signallampendeckel. Rote
die Signallampe. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Okay. Eine rote Lampe. Können wir die austauschen? Oder benutzen? Sie haben beide die gleiche Fassung. Aber rote Lampen eignen sich bestenfalls als Rücklicht. Und wo ich hingehe, brauche ich kein Rücklicht. Alles klar. Können wir die hier einsetzen? Ja. Gut, ich weiß noch nicht, wofür das jetzt gut ist, aber... Ja, ich hab's erstmal so gemacht. Gut. Okay, dann würde ich sagen, war ein sehr langes Gespräch mit dem Doc. Zur Außenkurve gehen wir allerdings in der nächsten Folge. Hier mache ich wieder einen Cut. Und bis dahin, tata!